Die Premiere von Katar, Leute, heute in einer XL-Folge, 25 Minuten, es geht hier, ja, in unser nächstes Sprint-Event in unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi, Season 1 neigt sich dem Ende und ich freue mich extrem hier, endlich das, ja, das Debüt der ersten neuen Strecke im Kalender hier zu bringen. Da haben wir auch die, ja, das Stadion, wo Weltmeisterschaften ausgetragen wurden, 5,3 Kilometer und 16 Kurven, lediglich eine DRS-Zone, weil halt auch die Strecke mich unnormal vom Layout her an Bahrain erinnert. Ja, die Strecke an sich ist natürlich eine MotoGP-Klassiker-Strecke. Hier ist eigentlich seit Jahren das Opening-Rennen der MotoGP. Wir starten aber jetzt mal unsere Opening-Runde mit dem Qualifying für den Sprint. Let's go hier rein. In die erste Kurve, lang gezogen hier links, darf man natürlich auch auf die Track Limits, muss man achten. Abonniert, wenn ihr gerne den Channel kostenlos, dass ihr kein Video mehr verpasst und lasst auch gerne Däumchen oben da. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne freuen, wenn ihr auf TikTok, falls ihr nicht da noch nicht kennt, auch gerne auf Pizza-Tobi vorbeischauen würdet. Macht die 13k voll und der erste Sektor ist wirklich sehr, sehr cool. Generell viele, viele Full-Kurven, auch hier die Haarnadelkurve ist ein bisschen schwierig, nur beim Rostbeschleunigen muss man aufpassen. Da, ja, wenn man nicht Vollgas über die Curbs brettert, ist es eigentlich auch einfach. Das ist auch eine tricky Stelle. Hier links, glaube ich, kann es auch zu oft neben die Strecke kommen. Hier dann Full Flat, dann einmal runterschalten. Das ist ähnlich wie die vorige Haarnadelkurve. Und dann geht es hier in den letzten Sektor, der eigentlich, ja, mich ein bisschen an Istanbul erinnert. Full rechts, nochmal Full. Und dann, oh, da kommen wir neben die Strecke und dann nochmal Full. Und dann einmal runterschalten und dann geht es gleich wieder full raus hier in die letzte Kurve rein. Und das war schon eine Runde hier in Katar. Also wirklich einfach nur unfassbar schnell. Losail hier aus der letzten Kurve raus und dann nehmen wir den 9. Platz mit. Das ist gut, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Denn wir müssten beim Start nur einen oder generell hier im Sprint nur einen überholen und würden dann direkt vor einem Punkt mit. Wir kommen ein bisschen besser weg als erster, waren hier links neben uns Fernando Alonso unfassbar gut weggekommen. Ja, und jetzt heißt natürlich hier sich positionieren. Ich weiß nicht genau, wie es hier in Turn 1 sein wird. Sehr eng vermutlich. Ja, und da rechts können wir sogar außen an Fernando. Ja, mal dran kommt, dann lassen wir ihn aber mal ziehen. Und außen denkt sich auch Nori, wenn die Tür offen ist, da gehe ich auch durch. Trotzdem können wir hier den 8. Platz für uns behaupten. Aber ja, natürlich die Konkurrenz vor uns ist hardcore. Wir haben Fernando hier, wir haben Alonso hier. 9 Weltmeistertitel und wir müssen uns hier irgendwie, ja, hinten, ja, ein bisschen positionieren. Dann probieren wir es hier ein bisschen weiter links zu fahren. Lewis kommt ein bisschen neben die Strecke. Aber ja, jetzt haben wir natürlich hier die Arschkarte. Und ja, da müssen wir auch ein bisschen früher vom Gas gehen. Trotzdem sind wir hier an Lewis vorbei. Das ist der 7. Platz. Und ja, dieser Sprint läuft bis jetzt eigentlich toll. Nur ich mache mir natürlich Sorgen, denn ich bin schon mal zum Test ein, zwei Rennen hier gefahren und auch online. Und man muss sagen, gerade Katar ist eine reifenfressende Strecke. Also wirklich so viele Reifen, die ich hier beim Reifenverschleiß, also so einen Reifenverschleiß, habe ich hier habe ich selten auf einer anderen Strecke erlebt. Also der Reifenverschleiß ist wirklich enorm. Jetzt geht es in die letzte Kurve und da bin ich auch kein Fan von, weil rechts diese Sausage Curbs sind und links dann wirklich ganz, ganz knapp Track Limits und so weiter sind. Den Windschatten können wir uns immerhin hier an Fernando auch noch dran arbeiten, aber der ist natürlich nicht unser Hauptziel. Schön wäre schon, wenn wir den einen Punkt wenigstens mitnehmen würden, aber wir haben natürlich eine, ja, harte Konkurrenz hier hinter uns. Wir haben Lando McLaren, der auch wirklich vom Auto her wesentlich schneller ist, aber wir kommen noch Fernando ein bisschen nach hier noch. Aber ich denke mal auch, dass es so ab Runde 5, Anfang Runde 6 wird sehr, sehr schwierig werden, mit diesen Reifen mit zu Ende zu fahren. Die anderen vielleicht werden das ein bisschen einfacher haben. Wir werden da wirklich enorm Probleme haben. Jetzt können wir aber Fernando eigentlich noch gut folgen. Das wundert mich auch. Also wir kommen hier Alonso richtig gut hinterher. Und ich freue mich auch schon, wenn es DRS gibt. Ich hätte mir aber auch gewünscht, um ehrlich zu sein, dass es eine zweite DRS-Zone gibt. Denn nur die eine auf Start und Ziel macht das Ganze natürlich unnormal fade. Hier könnte man auch eine zweite sich trauen. Eventuell sogar mal über die schnellen Rechtskurven hinweg. Obwohl, man muss ja lupfen eigentlich. Also ja, bis zur schnellen Rechtskurve immerhin. Also das wäre dann schon ziemlich genial, wenn man das irgendwie machen könnte. Links auch hier die Sausage Cups, die nerven halt enorm. Sind halt natürlich eher, ja, würde man sagen, MotoGP-Standard. Ja, es kann schon sein,
dass sie extra natürlich für die Formel 1 hier eingebaut sind. Ich bin jetzt auch nicht der, ja, große MotoGP-Gucker. Ich gucke zwar richtig viel und auch, regelmäßig, ja, ich würde jetzt nicht sagen regelmäßig, ich gucke ab und zu, natürlich, wenn so Rennen sind wie Spielberg, wenn so Rennen sind wie Silverstone oder so, das ist schon sehr geil. Und hier, ja, ist Lando Norris an uns vorbei, aber auch Lewis Hamilton. Wir haben uns beide im Verlauf des Rennens überholt. Ja, wir jagen hier zwar den Lando, aber ich glaube mal, dass wir da, ja, leider was Falsches. Sie jagen Ocon und Gasly können wir hinter uns behalten. Ja, das ist aber eigentlich auch nur gut, dass wir vom 9. Platz starten, denn, ja, hier kommt hier auch Lando nicht mehr nach. Ich habe das allmählich aufgegeben. Hier kommen wir auf die Sausage Cups drauf. Wir haben Schadenmittel und da bin ich auch froh drüber, dass da kein größerer Schaden ist. Also, dass wir da nicht Simulation haben, sonst wäre ja da direkt der Unterboden hin. Jetzt in die letzte Kurve rein und da habe ich auch richtig aufgegeben, denn es ist eh schon verloren. Und ja, wozu jetzt noch pushen? Gucken wir jetzt die Startaufstellung an. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, der Wissenschaftler, Ocon, Gasly, Magnussen, Hülkenberg, Albon, Stroll, Bottas, Joe, Tsunoda, Doohan, Sargent, De Vries und Oscar Piastri. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, Leute, wir sind hier im Starting Grid. P9, wir haben uns ein bisschen verbessert immerhin. Nein, eigentlich nicht. Wir sind vom 9. Platz gestartet und sind jetzt auch am 9. Platz ins Ziel gekommen. Kommen hier unfassbar gut weg. Besser als Lando, besser als Russell, besser als Fernando und noch besser als Perez. Nur hier entscheide ich mich ein bisschen für die Ich-Idiot-hab-vergessen-zu-bremsen-Taktik und komme da unten mal neben die Strecke. Und jetzt hängen wir ein bisschen hinter natürlich dieser Konkurrenz fest. Wir sind auch mit den besten Reifen gestartet. Ich habe hier mal eine komplett andere Strategie und deswegen werden wir vermutlich auch den ersten Stint rauszögern müssen und ja, sehr, sehr viele Probleme, Druck von hinten bekommen. Also weiß nicht, wie man das sagen soll. Also wir werden unnormal Druck von hinten bekommen, denn Gasly ist hinter uns, auch Russell ist hinter uns, natürlich ist auch Stroll hinter uns und ich glaube auch mal, dass wir eher um den 10. Platz fahren, all in all, aber natürlich umso länger, als wir damit mit den Vorderleuten mitkämpfen können, wäre natürlich auch toll, wenn wir da die ein oder andere DS-Möglichkeit abbekommen würden. Ich denke aber mal eher, dass wir heute wieder ins Defensive gehen müssen, um hier überhaupt Punkte zu holen. Es ist natürlich ein bisschen traurig. Ich meine, ich finde die Strecke unfassbar toll, aber an manchen, oh Gott, wir kommen ja aber gut mit Perez mit, das wundert mich, aber hier, ja, da müssen wir ja ausweichen, da bin ich ein bisschen zu früh reingegangen, war ein bisschen zu überhastet. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, es ist ein bisschen traurig, dass wir hier, dann leider nicht so ganz mit der Base mithalten, gerade hier auf Start und Ziel, jetzt noch ohne DS, aber ihr werdet natürlich im Laufe des Rennens sehen, was ich damit meine. Wir täuschen hier rechts an und Checo, ja, geht dann auch rechts und boah, da kommen wir fast nicht vorbei. Also das wird unfassbar knapp. Aber in Turn 1 lasse ich ihn da auch genug. Ja, da kommt es trotzdem zur Berührung. Ich war aber da auch eine halbe Autolänge vorne. Ich würde schon sagen, dass die Kurve eher uns gehört hat, auch wenn das vielleicht ein paar nicht so sehen würden. Aber ja, Platz war allemal da. Das ist natürlich in der Hitze des Gefechts immer schwierig. Jetzt ist aber Checo Perez hier richtig hinter uns. Der pressured wieder richtig an. Und ja, jetzt heißt natürlich, eine Flucht nach vorne wird unmöglich, weil die anderen haben ja auch rote Reifen. Und da ist schon Gelb im zweiten Sektor vor uns. Das ist interessant. Was geht da? Da scheint jemand aus, oder? Ja, tatsächlich, der Carlos hat einen Motorschaden. Das wundert mich auch ehrlich gesagt nicht auf dieser Strecke. Natürlich wäre es auch toll, wenn wir da irgendwie den Stint rausziehen könnten und dann irgendwie Safety Car, Red Flag, Virtual Safety Car, irgend sowas kommen würde. Das wäre schon cool, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Jetzt hier in dem Mittelsektor, das ist der Endsektor. Da fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl, nur das Ding ist halt auch, dass das Auto oft versetzt, dass man da wirklich auch echt aufpassen muss, Track Limits und so weiter. Schaut hier nicht so extrem schwierig aus, aber es ist wirklich extrem, weil halt die Strecke gefühlt ein Parkplatz ist. Also es ist wirklich viel flach und natürlich durch das, dass wir hier in der Wüste sind, gibt es auch kein Gras, sondern wir haben hier diesen Kunst...
dieses Plastikzeug hier links. Und wenn du da drauf kommst, dann ja, ist ja auch nicht das Kiesbett weit weg. Also es ist ein bisschen schade hier. Aber ja, ich mag die Strecke. Also die ist echt cool. Macht auch richtig Spaß. Natürlich fehlt mir noch ein bisschen die Übung. Deswegen auch hier das ein oder andere Mal neben der Strecke. Ich pushe auch wirklich hart vor. Russell ist jetzt auch an Perez vorbei. Das ist gar nicht gut für uns, denn der drückt jetzt auch hier bereits an uns an. Und natürlich, wenn du Russell hier eine Chance wittert, wird der ja da direkt reinstechen. Und das könnte natürlich dann auch bedeuten, dass wir dann gleich ja mehrere Positionen auf einmal verlieren. Sprich, dass dann auch Perez vermutlich wieder irgendwie vorbeigehen wird. Hier im Mittelsektor, da kann man auch kaum überholen. Das Ding ist halt wirklich, die DRS-Zone, die ist wirklich unfassbar schwierig, weil halt da manche Autos wirklich sehr, sehr schnell werden im Vergleich zum Nicht-DRS. Und mein Exit gerade aus der letzten Kurve raus wirklich immer grottig ist. Hier haben wir das Stadion, wo auch unter anderem, ja, in der Weltmeisterschaft ein, zwei Match gespielt wurden. Oder wie er gerne sagt, wo ein kleines Turnier ausgetragen worden ist, der Reporter hier. Ja, trotzdem, wir kommen eigentlich gut von Perez weg. Aber das Ding ist halt wirklich, dass Russell natürlich mit den besseren Reifen hier ordentlich andrückt. Hier pushe ich mich wirklich bis zu den Limits und ich habe echt schon Schiss, weil der richtige, oh mein Gott, guckt euch das mal an. Ja, da können wir auch nichts machen, der ist davon. Also schaut mal, wie der vorbeischießt und da schon auf der halben Geraden. Ich habe mir auch probiert, immer wieder das ES einzuteilen, nur ist es halt wirklich schwierig auf einer Strecke wie dieser, die halt ja wirklich viele Fullspeed-Passagen hat und man kann ja das ES nicht mehr abdrehen. Und man muss jetzt immer mindestens auf Mittel fahren. Und selbst wenn ich, ja, da sticht auch Perez rein, da können wir aber noch den harten Kopf machen und trotzdem. Es ist halt auch blöd, dass es nur eine DRS-Zone gibt, sonst wäre das ein, ja, gucken wir uns mal den Start an. Und da kommt, ja, der gute Schal viel, viel besser weg als, ich weiß nicht, wer zweiter war. Also auf jeden Fall der Red Bull, der hat da richtig am Boden. Das war Perez. Es war Perez, für den haben wir ja dann auch bekommen. Wenn ich hier nicht diesen dummen Fehler in Turn 1 eingebaut hätte, glaube ich, wären wir wesentlich weiter vorne gelandet. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, vor Fernando. Aber dann hier jetzt gegen Checo Perez auf Start und Ziel. Und das hat doch gut funktioniert. Jetzt, ja, allerdings ist Perez wieder ganz, ganz nah dran. Vierte Runde von 20. Wir werden den Stint auf jeden Fall weit rausziehen müssen, denn die roten Reifen habe ich im Training gesehen. Die halten nicht länger als 5 bis 7 Runden. Haben wir auch im Sprint gesehen. Also im Full Sprint, da ziehen wir ganz spät nach rechts. Und ja, da kommt gleich einer vorbei, zwei vorbei, drei vorbei. Ja, was soll ich da wirklich machen? Es ist ein Wahnsinn. Wir haben hier keine Pace. Das ist einfach nur traurig. Hier können wir immerhin irgendwie, ja, da kommen wir auch neben die Strecke, irgendwie an Lando vorbei. Trotzdem ist es wirklich unheimlich verkackt. Nico jetzt hinter uns, der hat die roten Reifen drauf. Interesting. Es ist auch interessant zu sehen, wie, ja, wie vor allem der Verschleiß sein wird mit diesen weißen Reifen. Der sollte eigentlich minimal sein, wenn man dies den aktuellen Formel 1 Fahrern glauben dürfte. Trotzdem fühlt sich das für mich nicht so an, als ob der Verschleiß minimal ist, denn wir haben da schon ordentlich Verschleiß und falls sich da wirklich manche fragen, wir haben Getriebe 50-50, das benutze ich eigentlich oft, also immer nur zwischen 55 und bei der unteren, ja, meistens um die 52 und 50, also ja, da kommt Nico ganz, ganz nah dran, es ist so schwierig, ja, mit diesem unterlegenen Auto und generell auch mit diesen beschissenen Reifen irgendwas zu leisten. Unser Teamkollege ist weit abgeschlagen auf den letzten Platz und ich will da wirklich irgendwas gut machen, trotzdem, es wird schwierig werden, es ist echt eine harte Sache. Wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Runde und diese Reifen, es ist einfach nur ein Witz. Es ist ein Witz, wir haben Nico auch ziehen lassen müssen. Es ist einfach ein Witz, Leute. Wir sind hier chancenlos. Die weißen Reifen bauen unnormal schnell ab. Also wir haben jetzt wahrscheinlich schon mehr Reifenprobleme wie Verstappen oder, keine Ahnung, der Führende auf den roten Reifen. Ich pushe jetzt auch nicht hardcore, würde ich sagen. Und trotzdem sind die Reifen schon auf 40% vorne links und das ist auch immer so ein bisschen die Stelle. Es sind natürlich, es ist ein Uhrzeigersinn-Kurs und da wird eigentlich immer der linke Reifen stärker beansprucht. Und trotzdem, ich muss mich hier irgendwie, ich kann nicht eine Zwei-Stints-Strategie fahren, das ist unmöglich, dass wir hier zwei Stints fahren. Und ja, dann müssen wir es irgendwie so schaffen, irgendwie ins Ziel Ocon. Es ist schon der neunte Platz, den wir hier nur haben.
Und ja, vielleicht werden die Reifen irgendwann noch besser. Auch, natürlich hilft es nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit da drauf gucke. Aber es ist halt schon ein Wahnsinn. Also Nico Hülkenberg und Pierre Gasly, ja, die ziehen jetzt auch davon. Wir werden zum Schluss natürlich die besseren Reifen haben. Jetzt in Runde 9 kommt der Reifen irgendwie wieder zurück. Natürlich hat Nico die viel älter oder ja, natürlich die viel lidierteren Reifen. Trotzdem kommen wir hier Nico ganz, ganz schön dran am Start und Ziel. Und hier, zack, gehen wir hier ja links vorbei. Da werden wir innen keinen Besuch mehr bekommen. Das ist Platz Nummer 10. Das ist okay. 4. Natürlich, weil halt auch die anderen schon in der Box waren und wir einen 61%igen linken Reifen haben. Ich hoffe, dass das mal gut gehen wird. Wir werden wirklich noch 1, 2, 3 Runden brauchen. Noch mehr. Bis Runde 14 oder so müssen wir draußen bleiben. Also 4, 5 Runden sicher noch. Wir haben es tatsächlich ja vorgezogen. Es ist die 11. Runde und ich gehe jetzt in die Box rein, denn es war mir einfach zu happig mit diesem Reifensatz. Und da kommen wir wirklich gleichzeitig mit Nico Hülkenberg. Der ist auch in der Box drin. Und wir haben wirklich kurzzeitig das Rennen angeführt. Das war aber wirklich nur sehr kurz. Und jetzt gehen wir hier rein. Verstappen direkt eine schnellste Rennrunde rausgehauen. Ich denke mal auch, dass wir die nicht schaffen werden, die schnellste Rennrunde. Wir sind hier zwar mal vor Nico rausgekommen, es wird aber trotzdem noch ein harter Fight werden. Denn so Ende hin, wir müssen jetzt 8 Runden mit diesem Reifensatz überleben. Fahren, was sonst? Checo jetzt mit 6 Sekunden Vorsprung vor uns. Und wir kommen auf diesen, ja, schönen 8. Platz raus. Und da kommt Nico ganz knapp neben Pierre, nein, wer war denn das? Neben Esteban Ocon raus. Wir sind hier auf den 8. Platz. Ab in die 13. Runde rein. Keiner hinter uns. Über 2 Sekunden Vorsprung zu Albono. Aber auch leider nach vorne hin. Da geht gar nichts. Perez hat jetzt mittlerweile Pierre Gasly überholt. Trotzdem. Wir kommen hier nicht vom Fleck weg. Und jetzt auf einmal verbrauchen die Vorderreifen auch viel mehr wie die Hinterreifen. Ich glaube, das war aber vorhin schon mit der meisten so persönliche Bestzeit. Aber da sind wir meilenweit weg von der von Verstappen. Und da ist die mit den gelben, weißen, kein Plan, gefahren. Und wir hier mit den roten Reifen trotzdem viel langsamer. Ja, da fehlt noch einiges an Pace und ich glaube auch, dass wir da wirklich noch die ein oder andere Season brauchen werden, um generell da ums Podium mitfahren zu können. Es ist schwierig, trotzdem würde ich sagen, wir haben schon einen großen Fortschritt gemacht mit dem Motor. Es ist, wir konnten wirklich auch die Großen ärgern mit einer anderen Reifenstrategie, aber natürlich, um den Sieg mitfahren, das wird noch ein paar Rennen dauern, aber mindestens auch die ja, nächsten 1,5 Seasons, dass wir da generell mal jedes Rennen safe und Punkte fahren können. Das würde ich jetzt echt mal sagen. Wir sind auf einem guten Platz hier. 4 Sekunden vor Esteban Ocon. Die Reifen bauen allmählich ab. Trotzdem schaffen wir das hier easy noch vorne zu bleiben. Und ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Track Limits und so weiter. Da haben wir schon eine Verwarnung. Und wenn ich da wirklich zu viel Zeit mehr auf gleiche, werden das natürlich noch viel mehr werden. 4 Sekunden zu Pierre Gasly. Wir haben ein bisschen aufgeholt. Ich pushe wirklich on the track limits und so weiter. Trotzdem ist es ein Wahnsinn. Der eine ist hinter mir und den anderen komme ich nicht nach. Das ist traurig. Aber die fahren auch mit einer anderen Reifenstrategie. Denn auch die 4 Punkte sind mega. Die müssen wir mitnehmen. Die sind... Es ist echt schwierig hier zu fahren. Aber ich denke mal, das ist wirklich eine Gewohnheitssache. Wenn man die Strecke dann wie keine Ahnung, Silverstone, wie Bahrain, wie Spielberg im FF hat, schafft man das auch. 3,5, ja, Ocon holt off. Es sind halt wirklich die Reifen, die jetzt schlapp machen. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Ich glaube, wir schaffen es trotzdem mit diesem 8. Platz ins Ziel. Und 4 Punkte sind wirklich unfassbar strong. Wenn ich mir denke, ich habe im Qualifying mir oder auch im Sprint, im Sprint habe ich mir große Hoffnungen gemacht, dann bin ich enttäuscht worden, hier im Rennen dann gar keine Hoffnungen mehr und da sind wir eigentlich stark belohnt worden mit dem echt fantastischen, ich hoffe natürlich 8. Platz, es muss noch die letzte Runde langen und jetzt kommt natürlich Esteban Ocon, die Reifen, ich kann nicht mehr richtig einlenken, ich probiere zwar schon noch an die Limits zu gehen, also auch natürlich ans Auto-Limit, trotzdem müssen wir auch da aufpassen. Das nächste Mal geht es dann nach Texas und das ist bereits der nächste Sprint. Also es geht Schlag auf Schlag. Ich weiß auch nicht, warum er das so blöd gemacht hat. Wir gucken uns hier mal die Replays an.
hier gegen Checo Perez dann außen vorbei. Ja, das ist okay. Ich glaube, wir waren da auch am gleichen Reifen. Das ist noch besser. Und das war dann diese verflixte Kurve, wo da wirklich fast drei auf einmal an mir vorbeigegangen sind. Und dann musste ich ein bisschen weit gehen. Jo, das war dann, da ist Nico an uns vorbei. Und ich glaube auch dann direkt Lando. Also einer links, einer rechts. Und ja, da war ich dann in der Mitte. Das war sehr hart. Das war unfassbar hart. So. Und dann hier in Runde Nummer 7 jagen wir Nico. Das hat wirklich als einziges in diesem Rennen richtig Spaß gemacht, dass wir hier unfassbar knapp an Nico Hülkenberg drangekommen sind und ihn dann natürlich auch schlussendlich überholen konnten. Das war einfach nur toll. Also wirklich da und jetzt auch hier dann das verdiente, würde ich sagen, Überholmanöver rechts und dann links vorbei. Und ja, das war dann... Aber auch zum Schluss hat es fast nicht gelangt, auch wenn ich hier wirklich viel Schwung mitgenommen habe, war es das dann schon. 12. Runde hier waren wir dann eigentlich schon allein in hier nirgendwo. Es ist ja nur noch 1,2 Sekunden zu Esteban Ocon und zum Schluss hätte ich dann vielleicht doch noch mit den weißen Reifen eine Runde länger draußen bleiben sollen. Wenn 73%, huch, es geht sich aber aus, wir holen hier die 4 Punkte, aber auch sehr knapp zum Schluss. Trotzdem freut es mich extrem. Die 4 Punkte haben richtig Spaß gemacht. Und das auf einer Strecke, die ich noch nicht so gut kannte. Das ist Katar. Ja, also wirklich sehr, sehr genial. Lewis ist Drive of the Day geworden. Wir gucken uns mal die Siegerehrung an. Und unter dem nächtlichen Wüstenhimmel gewinnt er den Grand Prix von Katar. Was für eine Leistung. Was denkst du, Stefan? Wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Und hier sind wir dann nun all in all 4 Punkte mitgenommen und wir holen gleich viele Punkte wie Carlos Sainz Jr., auch wenn der im Rennen ausgeschieden ist, und holen sogar mehr Punkte als Esteban Ocon und verlieren, ja leider, das sind 8 Punkte, die wir hier auf Fernando verlieren, und ich glaube auch, dass das in der Weltmeisterschaft schon gegessen ist. Wir werden da eher gegen Lando, eher gegen die Alpine-Jungs fahren, wobei eigentlich ja, da haben wir 30 Punkte mehr, es kann viel passieren, wir wissen es. Ja, bereits vielleicht schon nächstes Mal. 96 Punkte, die erstens haben wir eigentlich in der Tasche. Und auch zu den McLaren. Fehlt nicht viel. Es ist halt schwierig, weil Fernando bei den McLaren hier wirklich aktuell alles abrasiert. Ja, das war mir auch irgendwie klar. Ich meine, warum? Geben Sie mir hier Charles Leclerc, es ist halt einfach nur scheiße. Ja, für heute war es das mal, Leute. Wir nehmen hier natürlich auch noch die Team-Anerkennung mit und das sind wir bereits in Level 14. Das ist wirklich geil. Also wirklich, da können wir uns bald hoffentlich was von kaufen. 300.000 gibt es dazu für das Wochenende. Trotzdem 11.028. Nein, wie viel ist das? Ach man, Piastri, so viel Schaden, das ist absolut nicht gut. Ja, wir gucken auch, natürlich gibt es wieder Erneuerungen für die nächste Season. Da müssen wir auch wieder gucken, dass wir da dranbleiben. Und ja, wir werden noch die Upgrades nicht mehr in diese Season bringen. Das bringt auch nichts mehr. Wir gehen danach schon alles auf die nächste Season. Vielleicht bringt das noch mehr. Vielleicht können wir dann noch mehr rausholen. Und ich freue mich extrem. Schaut unbedingt gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Und mich würde es auch gerne freuen, wenn ihr auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok vorbeischaut. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen oben freuen.
Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder. Morgen gehen wir nach Texas. Bis dahin, ciao.